Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alles zeigen, was ihr zu den Wettkämpfen in Season 3 wissen müsst. Darunter natürlich alle Termine der Wettkämpfe. Außerdem gibt es auch noch Updates zu den Teilnahmerichtlinien, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Und da solltet ihr auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Außerdem gibt es auch noch ein paar weitere News, die ganz interessant sind. Wenn natürlich in Zukunft keine weiteren solcher Videos mehr verpassen wollt, keine weiteren Videos zu Fortnite Competitive News, lasst doch gerne hier ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt ja auch gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und wie ihr es ja sicherlich wisst, gibt es jetzt schon seit ein paar Tagen im Wettkampf-Tab tatsächlich die Hype Nights, die hier angekündigt wurden. Dazu kommen wir allerdings später. Als erstes schauen wir uns mal den offiziellen Blogpost von Epic Games an. Den haben die tatsächlich gestern veröffentlicht und dort haben die eben halt alles dazu reingeschrieben, was man zu den ganzen Wettkämpfen in dieser Season wissen muss. Und da haben die eben halt erstmal mit ein paar generellen Sachen begonnen, und zwar gibt es jetzt ein paar Updates zu den Fortnite-Übertragungen. Beispielsweise war es ja so, dass in, glaube ich, Season X und Season 1 tatsächlich keine offiziellen Übertragungen von Fortnite zur FNCS gemacht wurden. Das Ganze hatten die ja jetzt, glaube ich, wieder während des FNCS Invitational Events wieder gestartet, und seitdem gibt es ja jetzt auch wieder Übertragungen von FNCS Events, und das Ganze wollen die jetzt eben halt auch weiterhin so behalten, und die wollen da jetzt eben halt auch immer mit einem professionelleren Produktionsteam das Ganze machen. Und sie wollen eben halt vor allen Dingen versuchen, neue und aufsteigende Talente hervorzuheben, also nicht dauerhaft einfach nur auf die bekannten Talente wie zum Beispiel Mr. Savage, Benny Fischi und so zu schauen. Da weiß man ja, dass sie gut sind, sondern die wollen sich eben halt auch wirklich auf neue Talente fokussieren, und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Zusätzlich würde es auch die Möglichkeit geben, dass man beim Zuschauen von solchen FNCS-Übertragungen eine Twitch-Drops erhalten kann. Das sind ja diese Features, die man eben halt hat, um dann Ingame-Items beim Zuschauen von solchen FNCS-Übertragungen zu erhalten. Da gibt es dann zum Beispiel verschiedene Sprays, verschiedene Banner und so. Und das Besondere dabei wird jetzt eben halt sein, dass auch die Drops via Twitch-Kanäle verfügbar sind, die einfach FCS Gameplay übertragen. Und das heißt, es wird nicht nur so sein, dass die großen Streamer wie zum Beispiel ein Trimax und ein Amar, die diese FCS-Übertragung dann eben halt casten, nicht nur die werden dann eben halt die Möglichkeit haben, solche Twitch-Drops freizuschalten, sondern eben halt auch welche, die einfach nur das FCS-Event zocken, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Zusätzlich haben die hier auch noch geschrieben, wie das Ganze mit den saisonalen Gegenständen in Fortnite jetzt weitergehen wird. Mit den saisonalen Gegenständen sind immer die Gegenstände gemeint, die mit den Updates während der Season hinzukommen. Und bisher war es ja immer so, zumindest in Season 1 und Season 2, dass am Anfang der Season dann eben halt immer in den Arena- und Tournament-Modis und in den normalen Modis genau der gleiche Lootpool ist. Also alles ist dort genau gleich. Und dann kommen eben halt während der Season immer neue Items hinzu, die dann eben halt erstmal nicht für Arena und Tournament-Modis freigeschaltet werden, und erst dann zum Beginn der neuen Season werden dann eben halt wieder alle Tournament-Modi-Items und alle normalen Items auch wieder zusammengeführt in einen gemeinsamen Loot-Pool. Und dazu gibt es jetzt eben halt ein Update, wie das diese Season oder dann auch wahrscheinlich in den nächsten Season machen werden. Und zwar wird es so sein, dass zu Beginn einer neuen Season alle Hauptspielmodi und alle Arena-Modi die gleichen Gegenstände behalten werden, also so wie es bisher auch immer schon war. Und wenn dann im Laufe der Season neue Gegenstände hinzugefügt werden, gibt es eine zweiwöchige Wartezeit, bevor neue Gegenstände in der Arena und in Turnieren hinzugefügt werden. Das heißt, es kann nicht sein, dass eben halt direkt mit dem Update auch die neuen Gegenstände in Arena- und Tournament-Modis kommen. Damit wollen die immer solche Sachen verhindern, wie zum Beispiel mit dem Infinity Blade. Als das hier rauskam, war das viel zu overpowered, es gab direkt ein Tournament. Das wollen die damit auf jeden Fall verhindern, und deshalb warten die eben halt erstmal, bevor die das eben halt in Arena- und Tournament-Modis reinbringen. Und in dieser Zeit schauen die eben halt auch, was für einen Einfluss die Gegenstände auf das Spiel haben. Wenn der Einfluss eben halt zu groß ist, zu schlecht ist, dann werden das eben halt nicht reinpacken und eventuell in dieser Wartezeit dann noch anpassen ein bisschen, und ansonsten packen das eben halt wirklich gar nicht rein. Und erst wenn das wirklich gut genug ist, dann werden die das auch nach dieser zweiwöchigen Wartezeit in die wettkampforientierten Spielmodi bringen. Und das wird dann im Prinzip immer mit dem nächsten Update sein, wenn zumindest weiterhin so läuft, dass eben halt alle zwei Wochen ein Update kam. Da wird es immer so sein, dass zum Beispiel in Update 12.1 das neue Item reinkommt. Dann schauen die immer zwei Wochen, wie das Ganze so ist. Und in Update 12.2 kommt das Ganze eben halt dann in die Arena- und Tournament-Modis. Währenddessen kommt dann eben halt in die normalen Modis schon das neue Item, das auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Und in ganz, ganz seltenen Fällen können dann auch Gegenstände in Arena- und Tournament-Modis angepasst
angepasst werden. Das versuchen die allerdings immer zu vermeiden. Also sie versuchen wirklich, dass alles relativ balanced ist. So haben die es zum Beispiel in der letzten Season auch mit den Fernsehladungen und den Granaten gemacht. Allerdings wollen die es eben halt möglichst gering halten, dass sich eben halt wirklich in den Arena- und Tournament-Modis kaum etwas ändert. Nur ein paar Items während der Season reinkommen und man sich am Anfang dann eben halt erstmal ganz komplett immer an den neuen Lootpool gewinnen muss. Allerdings kommen da eben halt auch noch keine Tournaments. Das wirkt sich allerdings natürlich nicht auf Aktualisierung der Karte und der Umgebung aus. Das heißt, wenn jetzt das Wasser darauf herabsinkt, wird es nicht mit 2 Wochen Delay in den Arena- und Tournament-Modus erst hinzugefügt. Das wird tatsächlich gleichzeitig stattfinden. Zusätzlich gibt es auch noch ein paar Teilnahmerichtlinien, die jetzt geändert wurden. Und zwar wird es so sein, dass wenn man einen Regelverstoß macht und dabei eben halt erwischt wird und das Ganze zu einer Wettkampfsperre von 30 Tagen oder mehr führt, das muss übrigens nicht im Bann sein, das heißt nur, dass man nicht für Wettkämpfe qualifiziert ist, dann wird es so sein, dass man bei der FNCS der nächsten Season nicht daran teilnehmen kann. Das heißt, wenn ihr jetzt ganz am Anfang von Season 3 gebannt werdet oder allein nur eine Wettkampfsperre erhaltet, ich glaube, da gibt es tatsächlich noch einen Unterschied. Eine Wettkampfsperre von 30 Tagen erhält man, glaube ich, sehr, sehr schnell, während man einen Bann von 30 Tagen deutlich langsamer erhält und deshalb kann man eben halt sehr, sehr schnell auch dann für die FNCS der nächsten Season gebannt werden. Und das Problem ist dabei eben halt, wenn man jetzt ganz am Anfang dieser Season erwischt wird, dann kann man sowohl eben mal nicht an der FNCS der laufenden Season teilnehmen und dann allerdings auch nicht an der FNCS der nächsten Season. Also wenn man zwei Seasons eben halt hat, die dann mehr als 100 Tage dauern, dann kann man für 200 Tage einfach nicht an der FNCS teilnehmen und das wird dann doch schon sehr, sehr belasten. Deshalb passt da wirklich auf, dass ihr keine Wettkampfsperren bekommt. Und da haben die natürlich jetzt auch ein paar generelle Updates zu den Richtlinien gemacht. Unter anderem ist jetzt die Verwendung mehrerer Konten und Smurfing verboten. Das ist ja diese Technik, wo man einfach einen zweiten Account erstellt, um dann beispielsweise in Arena bei 0 Punkten spielen zu können, um dann eben halt extrem leichte Gegner zu haben. Das ist ab jetzt verboten, denn es wird so sein, dass in den Season Cups dieser Season tatsächlich die Geldpreise nach Arena-Level aufgeteilt sind, beziehungsweise es verschiedene Cups für verschiedene Arena-Level gibt. Beispielsweise wird es dann Anwärter-Cup geben und einen Champion-Cup geben. Dazu kommen wir allerdings später dann noch. Und wenn man dann eben halt mit einem zweiten Account das Ganze beispielsweise dann nur in der Anwärterliga ist, dann hat man natürlich leichtere Gegner und hat eventuell eine zweite Chance bei diesen Tournaments noch mitzumachen. Und das darf man jetzt eben halt nicht mehr und das wirklich, da sollte man wirklich aufpassen. Also bleibt einfach bei eurem Hauptaccount, macht euch keinen zweiten Account, auch wenn es nur zum Spaß ist. Es ist einfach sicherer, also bleibt bei eurem Hauptaccount und versucht nicht mit einem zweiten Account dann für die paar Minuten Spielspaß dann am Ende gebannt zu werden. Und das wäre nämlich sehr, sehr schade tatsächlich. Und das gilt natürlich auch für das Neustarten eines Turniers mit einem anderen Konto. Das heißt, wenn ihr mit zwei Konten auch auf Champion Division seid, dann gilt das natürlich auch dafür. Also ihr dürft nicht mit zwei verschiedenen Konten dann eben halt an einem Tournament teilnehmen. Und da solltet ihr wirklich sehr, sehr doll aufpassen. Zusätzlich solltet ihr, wenn ihr irgendwelche anstößigen Elemente in eurem Benutzernamen habt, diese ganz, ganz schnell ändern. Denn ansonsten kann es passieren, dass ihr die Teilnahmeberechtigung für die FNCS nächste Season verliert und eben halt von laufenden Turnieren disqualifiziert werdet. Und wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Sachen habt, die beispielsweise dann eben halt auch auf anderen Plattformen eventuell gebannt werden könnten, wenn man die dort irgendwie sagt, dann löscht das einfach aus eurem Namen. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man in Fortnite alle 14 Tage diese Benutzernamen eben halt ändern kann. Und wenn das eben nicht macht, werdet ihr, wie gesagt, von bestimmten Tournaments eben halt ausgeschlossen. Und eventuell wird es da später auch noch weitere Verstrickungen dieser Richtlinie geben und ihr könntet eventuell sogar dafür gebannt werden, deshalb passt da wirklich drauf auf. Dann kommen wir mal als nächstes zu dem Turnierzeitplan von dieser Season. Generell muss man wissen, dass die ganzen Tournaments erst in einem Monat stattfinden, also in der Woche, ich glaube es müsste in 4 Wochen sein, ab dort beginnen dann die ganzen Tournaments. Es gibt einmal eben halt die Anwärter-Trio-Cups, wie ich es ja schon angesprochen habe, die finden jeden Mittwoch statt. Wie gesagt, vom 15. Juli bis zum 12. August, ich glaube es müsste die Woche vor, also es müsste 2 Wochen vor dem neuen Season-Start sein. Zusätzlich gibt es zu genau der gleichen Zeit dann auch die Champion-Trio-Cups, auch eben halt immer noch mittwochs. Plattform-Cups wird es dann immer am Donnerstag geben, auch im genau den gleichen Zeitraum, werden dann wahrscheinlich Solo
Plattform Cup sein. Zusätzlich gibt es dann noch die Hype Nights, die sind auch diese Season Solo, die werden dann immer Sonntag stattfinden. Da schauen wir uns auch mal an, wie das Ganze denn in dieser Season stattfinden wird. Und wie gesagt, das ist das Einzige, was tatsächlich zurzeit schon feststeht, was die Preisgelder und alles sind. Diese Season ist es wieder in eine normale Hype Night und Hype Night Plus unterteilt. Wie gesagt, beginnt ab dem 19. Juli, also in 26 Tagen erst. Bei der normalen Hype Night muss man keinen Busfahrerpreis bezahlen, man muss generell nichts bezahlen, um daran teilzunehmen. Und man bekommt dann eben halt, je nachdem wie hoch man in der besten Liste ist, eben halt verschieden viel Hype. Und das Besondere dieser Season ist, dass man beim Bewertungssystem für die Top 0 gar keine Punkte bekommt. Also ein Sieg bringt euch absolut gar nichts, es bringt euch nur etwas, wenn ihr Kills macht. Das heißt, wenn ihr einen Sieg mit 0 Kills macht, dann habt ihr automatisch auch keinen einzigen Punkt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dieses System. Und bei der Hype Night Plus ist es eben halt so, dass man 300 Busfahrerpreis bezahlen muss, also 300 Hype Busfahrerpreis bezahlen muss, um am Tournament teilzunehmen. Das muss man einmalig bezahlen und dann hat man eben halt immer noch die 10 Runden und bekommt, wenn man in die Top 10% kommt, mehr als normal. Wenn man darunter ist, dann bekommt man eben halt weniger, als würde man einfach die normale Hype Night spielen. Wie gesagt, Bewertungssystem ist hier genau gleich. Soweit auf jeden Fall zu den Hype Nights. Dann kommen wir wieder zu dem Blogpost von Epic Games. Da geht es jetzt weiter mit den ganzen FNCS Events und die beginnt tatsächlich erst im August und das ist ja wirklich erst ganz, ganz am Ende dieser Season. Und geht das Ganze tatsächlich auch über insgesamt nur 3 Wochen. Es wird so sein, dass es in vier verschiedene FNCS-Qualifikationen unterteilt ist, also am 1. und 2. August, das 1. August-Wochenende eben halt und das 2. August-Wochenende. Dort gibt es eben halt 4 verschiedene Qualifikationen, wo dann wahrscheinlich alle teilnehmen können, die dann eben halt in der Champion League sind. Und dann gibt es noch eben halt wahrscheinlich die, keine Ahnung, 25 Besten aus jedem dieser Turniere oder 50 Besten aus jedem dieser Turniere. Die werden dann in die FNCS Finals weiterkommen. Das ist dann am 14. August bis zum 16. August. Das heißt, Freitag bis Sonntag, dann eine Woche nochmal später. Geht also alles tatsächlich sehr, sehr schnell in dem Zeitraum dann. Und wie gesagt, Datumsangaben können sich natürlich noch ändern. Wie das ganze FNCS-System läuft, ist tatsächlich noch nicht bekannt. Da müssen wir dann schauen, werde ich wahrscheinlich ein Video zu machen, solange es nicht in der nächsten Woche kommt, denn da bin ich im Urlaub, da kann ich nicht direkt dazu ein Video machen. Aber ansonsten werde ich auf jeden Fall noch ein Video dazu machen, wie das Ganze dann aussieht mit den genauen Modus hier. Zusätzlich dazu gibt es jetzt auch eine offizielle Partnerschaft mit den DreamHack-Turnieren. Da gab es ja beispielsweise jetzt ein DreamHack Winter Event und ein DreamHack Anaheim Event, wo eben halt auch ordentlich Preisgelder immer sind. Bisher waren es allerdings alles nur Invitationals, das heißt, die ganzen Teilnehmer mussten eingeladen werden. Und das Besondere ist, dass ab jetzt eben halt das Ganze öffentlich in Fortnite ist, das heißt, so wie alle anderen Turniere ist das für jeden verfügbar. Und dazu gibt es auch schon hier auf der DreamHack-Seite tatsächlich alles Mögliche, was man darüber wissen muss. Das Ganze wird tatsächlich in Europa und in North America, also Nordamerika, stattfinden. Einmal natürlich in Nordamerika in West und East unterteilt und das Ganze wird bis zum Januar 2021 stattfinden und da gibt es eben halt monatlich immer 250.000 Dollar Earnings, was auf jeden Fall eine ganz schöne Menge ist. Das Ganze ist eben halt so, dass es ein relativ spezielles Punktesystem gibt mit 5 Punkten pro Kill und dann gibt es eben halt für den ersten Platz 60 Punkte und generell bis zum 15. Platz tatsächlich sehr, sehr viele einzelne Placing-Punkte. Also wirklich eine sehr, sehr große Menge. Und es wird ja immer so sein, dass das Ganze ab dem 17. Juli beginnt, also im Prinzip zum gleichen Zeitpunkt, wo dann hier auch die ganzen Sachen stattfinden werden. Das müsste dann eben halt der Freitag tatsächlich sein. Deshalb gibt es eben halt zurzeit auch übrigens keine Tournaments. Deshalb gibt es zurzeit übrigens auch keine Tournaments, die an Freitag und Samstag stattfinden werden, da dort dann eben halt die ganzen DreamHack-Events stattfinden werden. Und das Ganze ist wie gesagt einmal hier ab dem 17. Juli. Dort wird es 2 offene Qualifikationen geben. Hier sehen wir auch nochmal eine ganz gute Übersicht. Also wie gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten, wie man dann teilnehmen kann. Ich glaube, die beiden finden sogar an einem Abend statt. Hier steht es ja, Heat 1 und Heat 2 sind beide am Freitag, den 17. Juli, 17 bis 20 Uhr das erste Heat und 21 Uhr bis 0 Uhr das zweite Heat, das heißt 2 Möglichkeiten, um dann unter die besten 250 Spieler jeweils zu kommen. Wenn man dort dann eben halt weiterkommt, dann kommt man zu den 500 besten Spieler im Grand Final Qualifier und dort hat man
eben halt wieder 10 Matches. Das Ganze wird dann am Samstag stattfinden. Wie gesagt, deshalb gibt es dort immer keine weiteren Turniere von 19 bis 22 Uhr. Und wenn man da dann in den besten 100 Spielern ist, dann kommt man ins große Finale. Das dann am Sonntag, also überlappt sich im Prinzip mit der Hype Night. Ist allerdings, wenn man so spielt, so oder so irrelevant. Und dort gibt es dann eben mal $250.000 Preispool tatsächlich in 8 verschiedenen Games. Die ganzen werden natürlich gleichzeitig starten, so wie man es ja schon kennt. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Event. Natürlich gibt es auch noch andere Zeitpunkte, wo die anderen Regionen stattfinden werden. Allerdings ist das ja das einzig Interessante hier. Wollte ich nur noch kurz mal hier in diesem Zusammenhang ansprechen. Und darunter steht auch noch etwas Interessantes. Und zwar wird sich das Epic-Team vom 3. bis zum 12. Juli freinehmen. Das heißt, von übernächster Woche Freitag bis zur überübernächsten Woche Sonntag müsste das, glaube ich, sein. Und dort wird es immer keine Turniere mit Preisen geben. Deshalb beginnen übrigens auch eben halt erst die Turniere die Woche danach. Also das ist ja im Prinzip wirklich genau die Woche danach, nachdem die aus dem Urlaub wieder zurückkommen. Und wie gesagt, dort wird es allerdings trotzdem natürlich Updates geben. Die sind, glaube ich, zurzeit schon am Arbeiten von Update 12.3. Durch die Season-Verlängerung hatten die davor ja genug Zeit. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich alle zwei Wochen trotzdem große Updates erhalten. Und die wollen eben halt, wie gesagt, da jetzt nur keine Turniere mit Preisgeldern veranstalten. Nicht, dass dort irgendwas noch gebalanced werden muss. Das können die natürlich im Urlaub nicht machen. Und davor gibt es allerdings auch noch ein paar Turniere, die jetzt nicht von Epic Games offiziell veranstaltet werden. Also nicht wirklich offiziell am Ende. Wird trotzdem von Epic Games natürlich noch veranstaltet. Allerdings sind das dann einmal der Mr. Savage Cup mit insgesamt $10.000 Preisgelder. Das wird am 30.06. stattfinden, also im Prinzip ganz kurz, bevor die eben halt dann im Urlaub sind. Ist für alle Plattformen. Hier könnt ihr euch auf dieser Website registrieren. Werde ich euch unten in die Videobeschreibung packen. Dort wird es eben halt so sein, dass es zwei Runden gibt. Aus der ersten Runde kommen dann eben halt die besten 500 Teams weiter. Und dann wird es auch noch einen AMA Trio Cup geben. Hier sind sogar deutlich mehr Leute schon registriert. Auch wieder für alle verschiedenen Plattformen. Ist natürlich wieder in Europa mit $10.000 Preisgeld. Das Ganze wird am 26.06. stattfinden bis zum 27.06. Also eben mal die verschiedenen Runden. Besteht dann eben halt aus 3 Runden insgesamt. Wie gesagt, ist ein Trio Cup. Aus der ersten Runde werden dann eben halt die besten 3000 Teams weiterkommen. Und dann in der zweiten Runde werden die besten 165 Teams weiterkommen. Und weitere News gibt es tatsächlich dazu nicht. Ich weiß nicht, ob wenn man sich registriert, dass es tatsächlich so ist, dass man dann in-game das Ganze schon sehen kann. Auf jeden Fall sind das soweit die ganzen News, die man wissen sollte zu den ganzen Events, die es in dieser Season geben wird. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.